Dazu müssen wir auf einen Baum. Tendenziell könnten wir vielleicht hier hoch. Wenn es nicht so hoch ist, nee, funktioniert. Schön, über die Äste. Und von hier aus da. So. Ja, ich clear jetzt hier die Insel, weil nach diesem kleinen Ausrutscher, den Schrägstrich Massaker, müssen wir hier nicht noch, dann muss ich das nicht nochmal machen, ja. Seid mir da jetzt nicht böse, wenn ich hier direkt alles cleare. Natürlich, ich hätte da auch wieder weglaufen können da oben, aber das war mir jetzt zu doof. Zumal ich den Kommandanten, ne, der den Schlüssel hatte, den wollte ich nicht wegtragen oder verstecken. Ich wollte einfach nur den Schlüssel aufheben. Und dann sieht mich eine Wache, wie ich den Typen in der Hand habe. So, noch ein Stück drehen, noch ein Stück drehen, bitte. So. Nicht? Ach so, wie das Ding da muss mit dazugehören, oder was? Das macht doch gar keinen Sinn. Wie soll ich denn... Wieso ist die Linie so lang? Also wir sind uns doch, glaube ich, einig, dass die drei Kreise diese drei Dinger sind, oder? Das hatte ich doch vorhin auch. Und das Brot ist nur so hell, weil ich es benutzen kann. Aber viele Maya-Sachen dürfen es eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Noch einer für die Sammlung. Hey. Dann eine Truhe und eine Schatzkarte können wir uns noch besorgen. Gehen wir nach oben. Da lebt ja sowieso keiner mehr auf der Insel. Alle umgenietet. Sperrgebiet von wem denn? Ist doch keiner mehr da, der hier irgendwas absperrt. Den können wir direkt einziehen in die Hütte. Na, so könnte ich mir das auch gefallen lassen. So eine kleine italienisch angehauchte Hütte. Auf einer Insel. Ich weiß nicht, mit genügend Kohle? Könnte man sich das, glaube ich, ganz gut geben, oder? Weißt du, so einmal die Woche kommt ein Schiffchen vorbei, das bringt dir deine Lebensmittel. Lager für Mörser haben wir gefunden. Sehr geil. Warte mal, eins von zwei Geheimnissen? Was fehlt denn hier noch? Ach, eine Flaschenpost. Genorn. Na komm. So, dann haben wir's. Damit ist die Insel gecleared. Hat weitaus länger gedauert als gedacht. Eigentlich wollte ich hier nur das Lager ausrauben. Ich dachte nicht, dass es hier Sachen zum Sammeln gibt. So, Tortuga haben wir damit gecleared. So, ich würde ganz gerne noch eine Runde tauchen gehen. Oder gehen wir hier? Ach du Scheiße, da kann man auch Sachen sammeln. Aber hier gibt es auf jeden Fall einen Schatz.
Nee, wir gehen jetzt eine Runde tauchen. Und das Ding da drüben mache ich, glaube ich, alleine, oder? Oder ist das eine Höhe? Was ist das denn da? Okay, da fahren wir jetzt hin. Da fahren wir jetzt hin. Ich glaube, rechts war. Rechts müsste schneller gehen zum Boot da vorne. Sieh da, und wir kommen schon näher. Öffnet die Hauptsegel! Entrollt die Großsegel! Dicht holen, Jungs! Was? 100 Metall. Feuer! Ein Wrack mehr! Bereit zu feiern, Sir! Ich hab's geahnt. Feuer! So, Barrikade weg. Tortuga clear. Piratenjäger. Nervige Brut, ey. Ja, nicht. Die sind auch so weit weg, da komme ich nicht mal mit dem Mörser ran. Ist auch ein Weg. Glaube ich. So, abseits der Folgen habe ich ja auch ein paar Shanty-Briefe gesammelt. Segelreffen, raus aus der Böe! Wir nähern uns den Felsen! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Was hat da geblinkt? Captain am Ruder! Arsch. Captain von Bord. Los geht es. So, was ist das? Eine Schmugglerhöhle oder was? Weil auf der Map ist ganz klar zu sehen, dass hier ein Schiff drin ist. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Wieso ist hier ein Kutter drin? Wieso sind die hier? Oh, hier gibt's Ratten. Geil. Ja, manchmal. Irgendwo ist hier ein Snipper. Richtig. Ich wollte hier nämlich schon mal hin, weil Schatzkarte, aber. Wir können ja mal gucken, wartet mal. Wir sind bei Koordinaten 960. Brücke, Brücke rechts ab. Irgendwo muss das hier sein. Ach so, Animus-Fragment. Ups. Let's go.
bemerken mich doch eh nicht. Könnte ich die beiden gleichzeitig ausschalten. Schön in das hinten rumgelaufen. Ich dachte, jetzt müsst ihr ihn sehen, oder? Ich war mir nur nicht ganz... Die haben den hier verhungern lassen, obwohl der eine Karte hat. Der hat die dabei. Die haben die nie durchsucht, nur bevor. So gefällt mir das. Mhm. Scheint so eine Art Maya-Tempel wieder zu sein. Okay, der eine guckt gar nicht. Nur der linke bewegt sich. Hier nun sowieso noch auf Schatzsuche gehen muss. So. Da vorne müsste eigentlich ein Fragment 8 da oben. Ja, gut, die Sachen sind nicht unbedingt so schwer versteckt. So. Ist da drüben. Ja gut, das Ganze ist ja eigentlich so offenbar, dass man sich hier super durchschleichen kann, ne? So, wir müssen also einmal vom Schiff aus. Wir gucken nochmal auf die Karte. Schiff. Brücke oder beziehungsweise Wand. Vom Schiff aus hier hoch. Und dann... Kann es sein, dass das da sein soll, wo die Herrschaften gerade drauf schießen? Nee, hier Brücke. Und dann hier oben. Was für Schätzen die Herrschaften hier so sitzen, ne? Und es nicht mitbekommen. Ein Plan. Ah, Lager. Oh, schön. Größere Lager für die, Kugeln. Sehr geil. Was gibt's denn hier eigentlich... Ist da auch Getier oder nicht? Ich wusste jetzt nicht, ob das selten war. Hm, bitte was? Hm, die geben einfach noch nicht auf. So. Hier können wir noch abkassieren. Das machen wir diese Folge noch. Und dann
geht es weiter. Wo ist mein Schiffchen? Da hinten. Aber keine großen Sachen. Ich glaube nicht, dass ich das entern wollen würde. Da fahre ich wahrscheinlich einfach nur durch. Aufgelauert, ihr Narren. Feuer! Feuer! Captain, eine Salve genau da rein! Erwarte Befehle! Sind bereit, Sir! Gegner feuert! Feuert! Hört sie dort, Sir! Das wird zu versenken! Wir wurden touchiert! Weicht den Minen! Waffen und Trimmen! So. Da gab's 3000. Feuer! Wir können sie entern! Tatsächlich! Feuer! Ja, Captain! Wir sind auch genau da rein! Feuer! Hört sie dort, Sir! Das wird zu versenken! So gut wie fertig! Feuer! Auf dein Zeichen! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Nach oben und rein! Feuer! Schuss dahin, Sir! So, retten wir die Herrschaft noch. Und nehmen noch ein bisschen. Klar, für Aufprall! So. Wir könnten, da das ja jetzt nicht allzu lange gedauert hat, machen wir noch eine Kleinigkeit diese Runde. Und zwar gehen wir in die Heimat. Dort. Was heißt, hat nicht lange gedauert? Die Folge geht schon wieder 40 Minuten. Das muss doch eigentlich reichen. Ach, ihr wisst doch, wie das so läuft. Huch. Zum Glück war da nichts drin. Der seit beliebte Flaschensammelort. Schreibtisch. Spaß. An leere Wasserflasche. So, wir gehen. Nee, ist egal. Ich will jetzt wissen, was das ist. Wir gehen nämlich in die Heimat. Und bauen hier mal ganz kurz was aus. Wir können jetzt Gärten und Gästequartiere. Und vielleicht jemanden, der hier aufräumt. Was könnte wohl noch her, damit es perfekt ist? Zack. Für das Herrenhaus wurde ein neuer Animus. Mehrspielermodus. Ein bisschen aufgeräumt hat er. Alle Updates haben wir gekauft. Sehr geil. So, wir gucken mal ganz kurz hier. Was ist das hier? Kann ich doch. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich damit interagieren? Ah, okay. Alles klar. Hier kann ich meine Flotte befehligen. Das ist quasi dasselbe, als wenn ich unten in meiner Kajüte wäre. Wir können ja mal ganz kurz gucken, bevor wir uns ja das Gästequartier angucken. Wir haben damals Dinge gekauft. Eine afrikanische Statue. Ach was! Das hier zeigt mein Vermögen an. Wie geil ist das denn? Das letzte Mal standen hier Stühle und Eisenkappes stand hier das letzte Mal rum. So, und ich wollte nur noch wissen, wo es hier rausgeht. Hä? Wie geil ist das denn? Ein geheimer Ausgang. Aber nicht unbedingt so, dass man nicht von beiden Seiten aus rein kann. Vielleicht eher ungünstig zu verteidigen, die Hütte. Wie die Angreifer einfach durch den Keller gehen.
Beziehungsweise einfach die Hütte ausrauben können. So, wir gucken uns noch kurz das Gästehaus an. Und dann machen wir Schluss für heute. Zack. Hier schön, der Tisch ist gedeckt. Wo könnten wir da oben? Wo könnten wir ein Gästehaus versteckt haben? Ei. Ja. Schön, dass es da ist, das Gästehaus. Das freut mich. Schön. Ja. Es ist einfach da. Hat keinerlei nennenswerten Funktionen oder dergleichen. Es ist einfach nur da. Wir haben unsere Heimatbasis damit komplett ausgebaut. Wie gesagt, wir haben ein Gästehaus für betrunkene Gäste. Wir haben unser Herrenhaus ausgebaut. Sowohl die Fassade als auch einen wunderschönen Turm oben drauf gesetzt. Wir haben ein Lagerfeuer am Strand errichtet. Wir haben eine Taverne mit Frauen gemacht. Und da links haben wir sogar noch einen Puff gebaut. Ich würde mal sagen, hier kann man sich wohlfühlen. Ja, denke ich. Ja, meine lieben Freunde, das war's für heute mit einer absoluten Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen was geklärt. Gut, dass wir dann die eine Insel da jetzt mit den Animus-Fragmenten, das will ich ja normalerweise abseits der Story machen. Wir wollten eigentlich tauchen gehen, aber wenn ich schon einmal die Insel da komplett gereinigt, nennen wir es mal gereinigt, habe, kann man da auch kurz sammeln gehen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir dann tauchen. Macht es gut. Bis dahin. Euer Midnight. Ciao.